Hallöchen. Entschuldigung, Ashara, es tut mir leid. Komm, wir fangen nochmal an. Wie ihr wünscht, mein Sith Lord. Ja, das ist mein großer Wunsch. Und jetzt begrüße die Leute auch mal. Wie ihr wünscht, mein Sith Lord. Ja, ich merke schon, du bist jetzt gerade voll eingeschnappt. Es tut mir leid, Ashara. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt tun soll. Ich ignoriere das jetzt einfach mal. Und werde euch einfach so begrüßen. Ich bin's nämlich, der TV-Car von The Brain Clubber. Und, ach Mann, Ashara. Ey, das tut mir echt voll leid. Das kannst du mir allerdings glauben. Ich hab echt ein schlechtes Gewissen. Was, wo, wer, was? Okay, danke schön. Finde ich ja gut, dass du nicht ganz so nachtragend bist, wie ich vielleicht am Anfang gedacht hatte. Echt? Oh, du bist ja hier. Geh weg. So. So. Ashara, ernsthaft. Das war echt. Ich war voll in Gedanken, als wir angefangen haben, gerade eben. Mann. Kannst du mir nochmal verzeihen? Leidenschaft. Oh Frieden, Gott, nee, das heißt Stärke, so viel wie Wissen, nein. Macht, Gelassenheit. Sieg, Harmonie, Freiheit, die Macht. Keine Ahnung, was du mir sagen willst. Aber ich glaube, das habe ich jetzt voll verkackt hier mit Ashara. Wir gehen jetzt einfach ganz leise in die Ebene 2. Ernsthaft. Weißt du? Ach man, so leicht verscherzt man sich das mit der. Du nimmst mir das doch immer noch übel, oder? Mein Sith Lord, wie lautet unser nächstes Ziel? Versöhnung. Aber ich glaube eher mal nicht. So, hier, komm. Bums. Ich übernehme das. Dankeschön. Mit der Macht kann ich alles schaffen. Echt? Das ist cool. Weil ich kann mit der Macht quasi gar nichts anfangen. So. Moment, ich gebe erstmal das da und das da. Du nimmst den da und ich nehme den kleinen. Muhaha. So. Wegbrutzeln. Ja, ich helfe dir doch. Ich bin ja nicht böse auf dich. So wie du auf mich. Bombs. Brav hast du das gemacht. Wow, Mech-Sicherheitsdruide in Gold. Da zürne ich doch erstmal ein bisschen drauf. So, komm. So, fertig. Fertig gezürnt. Und du gehst auf den los. Und ich brupsel ihn. So, komm. Den schaffen wir. Das ist doch ein Witz hier, der Typ. Der hat's doch überhaupt nicht drauf. Oh. Jetzt fällt gerade mein Ding zusammen. So, komm. Und weg. Jawohl. Oh, wir müssen den umprogrammieren. Haben wir ihn schon umprogrammiert? Ach, wir haben ihn jetzt dadurch umprogrammiert, dass wir ihn besiegt haben. Ja, nee, ist klar, gell? So, ich muss erstmal warten, bis der hier fertig ist. Und dann... Bums. Düt. Bezwinge den zweiten. Sith, schaffen wir diesen Droiden heim. Findet die Rakata-Maschine und scannt sie. Was? Ich höre Stimmen.
Wir müssen geradeaus und dann da hinten durch. Okay, dann tun wir das mal. Bums. Bums. So, komm. Wir dürfen einfach nicht aufhören zu zucken, meine ich. Zu zittern. Es kommt super an. Total super kommt es bei denen an. Die stehen da voll drauf. So. Oh oh, oh oh. Wow, 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 Alter. Mit der Macht kann ich alles schaffen. Mit der Macht kannst du alles schaffen, ja, ich weiß. Aber ich nicht so richtig. Weil mir hängt es immer noch nach, dass du beleidigt bist. Weißt du, ich hatte echt gehofft, dass du mir verzeihst. Aber irgendwie scheint ihm nicht so. Ich bin bereit, Meister. Echt? Du bist bereit, mir zu vergeben? Das finde ich äußerst nett von dir. Mein Lichtschwert ist bereit, falls ihr es braucht. Ja, okay. Solltet. Gut, wir sind wieder Freunde. Da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Sage ich euch. Ich hatte ein echt schlechtes Gewissen bei der Sache. Boah, sag mal. Ja. Ich wusste nicht, dass Ashara so zart beseitet ist. Dass sie das so sich zu Herzen nimmt. Aber was will man machen? So ist er halt. Wahrscheinlich ist es noch aus ihren Jedi-Tagen, dass die... Ach, egal. Töten wir einfach was. Ich glaube, töten macht dir genauso viel Spaß wie mir. So. Das alle, haben wir sie alle? Jawohl. So, komm. Oh, shit. Jetzt kommt der auch noch da rein, oder was? Ich glaube ja. Der rennt hier voll rein, oder? Alter Falter. Einmal den da, einmal den da und ganz viel davon. So, wir sind ein Druidenzerleger übrigens. Bloß, falls ihr euch das gefragt habt, es ist tatsächlich so. Wir sind Druidenzerleger. Und wieso mache ich das eigentlich? Ich habe doch den da. Der ist doch viel cooler. Der heilt nämlich mal so richtig. Wumms. Ich glaube, hier ist ganz cool. Da kriegen wir sie alle mit. Oh, nee, kriegen wir nicht. Mist. Jetzt kriegen wir sie alle mit. Nee, ich. Du bist doch auch noch überhaupt nicht tot. Du tust gerade, als wärst du tot. Du hast nicht mal Schaden genommen, Maus. Was geht denn mit dir ab? So, der ist weg. Nehmen wir uns diesen Mann vor. Wow. Der macht echt Bums, der Junge. Das ist echt nicht mehr schön. Um nicht zu sagen, gar nicht schön. Oh, da ist er. Da ist der Nächste. Der Nächste auf unserer Liste. Aber den schaffen wir. Den packen wir. Und zwar hiermit. Damit, damit. Und damit. Und du gehst auf den los. Und ich verpasse ihm einfach gleich mal hiervon. Und davon. Und nochmal davon. Und nochmal davon. Und davon. So, komm jetzt. Der taucht doch genauso viel wie sein komischer Kollege, oder? Genau. Nämlich nix.
Nix taucht da, die olle Gurke. So, komm. Hinfort mit dir, du Demilack. So, programmieren wir doch mal den zweiten Sicherheitsdruiden um. Und wupp. Wunderschönes Hacken. Nee, so nicht. So. Bezwinge den dritten. Ja, schön. Wir haben es bald geschafft. Bald sind wir da unten. Wups. So. Ja. Schild. Schild. Und Angriff. Der Analyse-Druide muss definitiv weg. So, den haben wir weg. Und jetzt kriegt der hier einen auf den Harz. So, wie viel haben wir? 24, 25. Oh, ganz schlecht. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Wobei... Wir sind doch fertig, oder? Coole Wurst. Seid ihr drei da unten echt normale Lakaien? Ich glaube ja, oder? Dann tschüss. Da ist nichts Böses dabei. Das sind alles drei Schluffis. Jawohl, Demontage von Nöten. Richtig. Und? Bums. Ja, ja, den Loot hole ich mir auch noch. So. Und jetzt geht's an den dran. So, weg. Aufhören. Ich, du, er, sie es. Jawohl. Oh, wops. Das klappt doch richtig supi hier. Nein, nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Ich bin dem Tode nah. Ja, ich sehe es, Maus. Ich sehe es. Nein. Ach du Scheiße. Wie soll ich das denn hinkriegen? Ich weiß wie. So. Im Kampf nicht möglich. Ich glaube es ja nicht. Das ist natürlich Quark. Ich alleine gegen den Dicken? Na dann, herzlichen Glühwunsch. Glühstrumpf. Weißt du? Kann ich dich irgendwie heilen? Nö. Kann man den Toten eigentlich wiederbeleben? Ich weiß es gar nicht. Wups. 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 Du kriegst erstmal den da. Und dann den da. Und ganz viel davon. So. Boah, alter Falter, ey. Das geht ja mal gar nicht hier. Hallo? Achso, ich muss ja stehen bleiben in diesem Game zum Kämpfen. Nein! Oh, davon habe ich auch noch einen. Da. Nimm den. Alter Schwede, ey. Ach Gott. Nächstes Mal bin ich vorsichtiger. Ja, das war mein Fehler. Ashara, tut mir leid. So, wir müssen uns jetzt definitiv erstmal eine Runde heilen. Meine Herren, kommt der Nasenbärkopf gedönst dazu und ihr wisst schon.
So. So, wir sind fertig. Und anklicken und anklicken. Bup. Solltest du jetzt nicht grün werden? Scanne die Rataka-Maschine. Das ist, oh Mann. Nicht so, sondern den da, den da. Den da, den da. Und Rataka-Maschine. Bist du das da vorne oder was? Du bist die Rataka-Maschine. Okay. So, weißt du was, Maus? Geh gleich auf den los. Der macht jetzt eh gleich Stress. Möge die Macht mit uns sein. Genau, möge die Macht mit uns sein. Der kleine Analysebot, ey, ist er nervig. So, Bums, tot. Weg, tschüss, aus, fertig. Ende Gelände. Aber bevor ich den Kram hier scanne. Hast du ein Schild? Ich ein Schild. Und schwupps. Jawohl. Tasmen jetzt verfolgbar, der Galliestenti. Und wer genau beobachtet mich? Sollten du Balber oder Kendo hängen jetzt. Wir haben euer Signal deutlich empfangen, Sith. Das Ding hier ist einfach der Wahnsinn. Es hat Ausmaße in Dimensionen, von denen wir gar nicht wussten, dass es sie gibt. Sieht fast so aus, als hätten diese Rakata-Freaks existierende Spezies genommen und sich alle nützlichen Teile davon ausgesucht. Modulare Lebensformadaptation, sowas denkt sich doch niemand aus. Euer Darth war nicht auf Medizin aus, sondern auf Mutation. Oh je. Was tut man nicht alles, um Macht zu erlangen? Ich tue ja mein Bestes, aber für die Hälfte der Sachen, die ich hier sehe, gibt es einfach keine Worte. Und auch Tweepy, Kuss Nummer nie. Rokan, ich brauche einen Satelliten, um das hier zu verfolgen. Mal sehen, wo der Knabe zu Hause ist. Bei okay. Allen Huttenwarzen, das Ding ist riesig. So eine Art Superschnittstelle der Rakata. Und es läuft noch. Das ist doch sicher, wonach ihr gesucht habt. Was soll das heißen, es läuft? Was ist es denn? Ein uralter, fremdartiger Supercomputer. Aber das Alter sollte euch nicht täuschen. Er ist größer als alle modernen Konstruktionen und leistet das Millionenfache. Mal sehen. Sieht aus wie... Oh je, Quarantänezone. Die Luft dort ist tödlich. Moment, wir versuchen euch eine Ausnahmegenehmigung zu beschaffen. Aber seht euch vor, wenn diese verrückte Maschine tatsächlich läuft, dann muss jemand da sein, der sie gestartet hat. Was? Okay, Quarantänezone? Gestartet? Was? Hilfe? Mama? Wo muss ich hin? Da hinten ist die Quarantänezone. Hier ist das andere Dings. Da ist noch ganz viel anderes Dings und Zeug und Gedöns. Aber Ashara und ich werden jetzt einfach wieder ganz langsam zurücklaufen und einfach so tun, als wäre gar nichts gewesen. Nicht wahr, Ashara? Ich bin der Tiviga von dem Brain Clubber und ich hoffe, dass Ashara mir bis morgen endgültig verziehen hat. Ciao, ciao. Ich bin bereit, Meister. Das ist super. Dann lass uns jetzt mal die Sache durchreden, ausreden und so. Ja, so schnell verscherzt man es sich mit einer jungen Jedi-Dame. Aber ich bin mir ganz sicher, morgen hat sie das alles schon wieder vergessen und wir können fleißig weiter irgendwelche Typen töten. Wäre schön, wenn ihr wieder mit dabei seid, dann bin ich nicht so alleine. Ciao, ciao.